Grüßt euch Gott und herzlich willkommen zurück zu After Humans. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, denn die entscheidet sich auch jedes Mal anders laut zu sein. Woran das liegt, habe ich noch nicht so ganz geschnallt. Mal gucken, ob es nur das Stück ist oder ob es auch mehrere Stücke sind. Zack. Nix da. Ich hätte schon gern den ganzen Pack hier. Also hier nicht. Eigentlich eher hier. Und jetzt hätten wir das Problem, dass ich nicht mehr so richtig weiß, wohin damit. Ach ja, sollte es jemandem aufgefallen sein. Musik, du machst mich kirre heute. Bist schon fast im gelben Bereich, es geht ja gar nicht. Ah ja. Was hat die Musik heute? Warum ist sie so laut? Nächstes Mal ist sie wieder putzreiß wahrscheinlich. Also dieses VLC-Plugin ist ja ganz toll, aber eine konstante Musik wäre ganz nett. Davon hält das Gute hier aber nichts. Ach, wie schön. Ja. Muss ja auch übertreiben. Jede DHL-Paket, jede DHL-Paket, ja. Toll, dass ihr DHL-Paket bekommt. Mir doch wurscht. Soll's doch. Also die Kamda-Mod ist schon ganz schön schlau. Da ist jetzt die große, große Frage, möchte ich das so wie hier haben? Oder nicht? Also was ich definitiv nicht haben kann, wahrscheinlich ist das hier. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Oh, geht das? Komme ich dann noch hier rum? Nee, dann komme ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Weil es tut dir ja hier, du kommst ja hier nur bedingt näher ran. Na, doch, ein bisschen näher kommst du ran. Ah, ja. Es ist. Man darf nicht vergessen, die Dinger sind wie eine Treppe, nur halt flach. Doch. Oh. Also. Ach ja, und ich möchte mir gleich noch was probieren. Haben jetzt wirklich nur eine halbe Stunde heute. Ja, haben wir. Ja, warum denn das? Weil es halt so ist. Hey, guck her, da haben wir ein bisschen mehr Platz. Ist jetzt fast die Überlegung von mir. Machen wir. Moment. Wenn ich jetzt hier Erde mache. Nein. Na, das jetzt noch mal umgedreht. Ja, so. So kann man schon mal drüber reden. Da muss jetzt aber gucken, wie viele Klicks ich brauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja, bitteschön. Bitteschön. Okay. Das hilft aber tatsächlich nicht so. Also ich würde sagen, zack und zack. Hier drin machen wir so. Weil dazu müsste ich einen weiter hochkommen. Hier
könnte ich es dann beispielsweise machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, klappt doch. Und das klappt auch. Ja, das klappt auch. Bin sogar gewillt. Mal gucken, wie wir das machen. Wie wir hier verkleiden. Also wo ich gerade Problem habe, ist hier. Da möchte ich gerne ein bisschen Magmatit reinpflastern. Will mich verarschen. Ja, so ähnlich. Nur dass das halt jetzt nicht grün ist. Aber bitte. So, bei den Feldern. Und Baumwolle. Und Farn, der hier teilweise noch nicht fertig ist. Ja, da müssen wir noch einmal kurz warten. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Also die meisten dürften fertig sein. Ja, lieber nicht. Lieber nicht. Gucke ich lieber heute Abend nochmal nach. Aber was wir definitiv können, tun sollten. Okay, das dürfte so sein. So, dann hätte ich gesagt, machen wir das Ganze wieder so. Dass das immer hier so laggen muss, nur weil ich ein bisschen von dem Zeug hier ernte. Ja, 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 ja. Ganz schön anspruchsvoll hier das Zeug. Juppadabidi. Ein bisschen Baumwolle. Ich möchte jetzt mal nachgucken. Jetzt haben wir 57. Jetzt haben wir 9. Okay, gut. Cool. Naja, von mir aus, dann haben wir halt jetzt mehr Baumwolle. Soll mir ja wurscht sein. Sojabohnen. Bitteschön. Wir brauchen hier mal definitiv. Ja, aber noch mehr. Oh, Beeren pflücken. Das geht tatsächlich minimal einfacher. Hier fliegt wenigstens nichts rum. Das ist einfacher. Und hier fehlt immer noch ein Zaun. Und apropos Zaun, da fehlt uns ja jetzt, oh Gott, ich habe euch ja das gar nicht gesagt, was ich da am Anfang habe. Das erzähle ich euch gleich. Also, apropos Zaun. Yay. Und Ratatatum. Passt da tatsächlich mal alles rein? Ich bin verblüfft. Ah ja, da lugt das Gras durch. Ein bisschen hiervon, da darf es ja geben. Also dass es sich so, also so ganz arg wie minimal stecken lässt, ist jetzt schon ein bisschen doof, ne? Aber wahrscheinlich darf ich jetzt wieder genau eine Sache wegpacken. Ja, genau, ich darf jetzt wieder genau eine Sache wegpacken. Ja, ist gut. Dass das hier noch reinpasst. Ja, komm. Apropos, da habe ich gleich was vor. Ich möchte jetzt so viel machen. Das ist der Wahnsinn. Magmatit. Nein, eigentlich ist es ja... Migmatit ist mir, aber eigentlich ehrlich gesagt auch egal. Kann man das Zeug nicht einfach nur anbröckeln? Ach naja. Da habe ich tatsächlich auch die Idee gehabt, das als Eingang mal zu machen. Ach, wieso eigentlich nicht? Nee, wieso eigentlich nicht?
Eins. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also die Musik ist mir doch zu laut. Ich weiß nicht, warum die heute so laut ist. Jetzt kann ich tatsächlich hergehen und sagen, hey, nutz doch das da. Nee. Ich hätte schon gern... So. Zack. Und zack. Mensch, du nicht so arg. Wett. Und das... Ja. Perfekt. So, was ich hier probiert habe, ist ein, wie immer kann man eine Hecke machen. Ich habe einfach die Graben der Zäune genommen und ja, so. Nach wie vor, ich habe hier genau Magmatit. Ich weiß nicht mehr, was das hier ist. Deswegen muss ich da jetzt mal ganz kurz. Sehr gut. Das ist Magmatit gewesen. Habe ich da? Habe ich da. Deswegen probieren wir das gleich mal so. Dann habe ich hier den Hellgrünstein und Hornstein. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung mehr, was wohin gehört. Also, 1 und 2. Wirklich keine Ahnung. Ich könnte jetzt mal wieder gucken, hier haben wir ein Zell. Hier draußen. Okay, es ist Hornstein. Und innen drin ist es dann der andere Stein, ne? Ja. Hier drin ist es der andere Stein, also Hornstein. Warum das mal so hornig sein muss? Ach ja. Auch viel mehr Platz hier. Auf einmal kann man hier tatsächlich rumlaufen. Yay, weil das Thema ist. Ah, toll. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Sogar zwei Sachen vergessen. Wie kann man nur? Na komm. Der Timer läuft. Wir haben schon die Hälfte an Zeit rum. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Tatsächlich ist die Hälfte der Zeit rum. Das ist erstaunlich. Was wollte ich denn? Ah ja. Ich habe festgestellt, wir müssen dringend eine gewisse Sache dann mal machen. Und zwar ein richtiges Lagerhaus auch mit Raw und so weiter und so fort, weil... Wie wir gerade sehen, ist diese Truhe fast voll. Und das ist nicht gut. Vor allem, wenn ich bedenke, dass sie jetzt wirklich hiermit voll ist. Ich krieg das schon nicht mehr rein. Ich könnte jetzt noch so... Und es dann wieder sortieren. Aber ich merke, wir haben schon keinen Platz mehr. Das heißt, Samen, würde ich sagen, tun wir hier raus. Alles, was samig ist, schauen wir mal direkt, was wir hier raus tun. Dann sollte die ganze Thematik auch wieder stimmen. Ach, dann halt nicht. Wo wir die Samen reintun, weiß ich noch nicht so genau. Ich packe sie kurz hier zwischen. So. Bevor ich jetzt wieder nach oben stülpere, was mache ich denn hier? Wir haben uns doch hier entschieden, da rumzugehen. Das ist jetzt tatsächlich minimal doof. Da kann ich nicht anders. Aber es sieht wenigstens frei aus. Das muss man eingestehen.
Ach Mist. Alter, mein ganzen Gezaunel da. Ich weiß so langsam nicht mehr, wohin mit meinem Zeug. Ach übrigens. Yay. Und hier, damit es nicht doof ausschaut. Juhu. Und dann muss ich tatsächlich gucken, wie. Weil erst einmal, glaube ich, wird es wohl Erde werden. Naja, was sonst? Wir müssen jetzt nochmal überlegen, ob wir dann trotzdem Stein oder so draus machen wollen. Und dann ist die ganz, ganz große und tolle und liebe, nette Preisfrage. Also hier ist eh doof. Ich kann es mal probieren. Das muss ich jetzt tatsächlich schauen, ob das überhaupt geht. Also wenn, dann eher so. Nicht nur ein Eck, sondern eigentlich hätte ich das schon ganz gern. Ja, so die Richtung, oder? Nur in zwei Richtungen. Naja. Okay, ich gebe zu, hier müssen wir uns noch was überlegen. Hier ist das Ganze zu eng. Wo es dann wieder problemlos möglich wäre. Ja, nicht heute. Ich möchte hier was Neues machen. Warte, Moment. So, passt auf. Zum einen, ach, das mache ich auch gleich. Ich habe hier was. Das dürfte passen. Okay. Ist gut, ich hol schon Luft. Und wie baut man Jute jetzt ab? Yay. Ich wusste gar nicht, dass Jute so ganz hartnäckig ist. Komm, tauch auf. Denn was wir jetzt mit dem ganzen Gelump hier machen können. Ja, ist doch gut. Hab's geschnallt. Wir können uns endlich Rucksäcke basteln. Ja, ist doch gut. Ich tauche schon auf. Ich tauche schon auf. Ich bin doch schon dabei. Okay, da hätten wir Lehm. Ich schaue gerade noch mal. Aber Jute dürfte ich jetzt alle abgearbeitet haben? Ja, abgearbeitet. Hier, die Dinger da. Da, Jutefiber. Die brauchen wir nämlich. Die brauchen wir nämlich. Dann können wir nämlich ganz brav hier das so richtig schöne, tolle Dinger draus machen. Leider Gottes ein wenig wenig, aber besser wie nix. Und was ich gedacht habe, was man machen könnte, hier. Und da fange ich jetzt tatsächlich auch mit den Dingern an. Ja. Sehr spektakulär.
Wenigstens wissen wir, dass wir hier was machen wollten. So. Wie kann ich jetzt hier draus aus diesen komischen Dingern? So macht man einen Rucksack, okay. Ich möchte aber ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich sein soll, okay, pass auf, so nicht. Rucksack. Und zwar hätte ich gerne einen großen Rucksack. Der macht man aus gegerbtem Leder. Und das aus Zentrumwood. Was? Ne, das aus. Und wie mache ich jetzt aus dem Burlap-Dings da Leder? Weil ich habe jetzt Burlap. Kann ich das nicht hier rein tun? Schon, aber das mag nicht. Also, wie mache ich jetzt gegerbtes Leder? Ja, toll. Ach, der geht auch in groß. Wow. Ein Enderrucksack. Echt jetzt? Rucksatz. Kranrucksack. Ich meine, ich weiß, dass ich da hier aus Burlap und Leder, aber ich hätte schon gern gegerbtes Leder. Gebundenes Leder. Gebundenes Leder macht man so. Ah, verstehe. Das heißt, wir brauchen ein bisschen. Wo haben wir es denn? Nicht hier. Aber wir werden jetzt vielleicht mal ein bisschen so Zeug los. Ah, doch, ein bisschen haben wir was hier. Pass mal auf. Zack. Zack. Na, gucken wir mal, was rauskommt. Da kommt schon einiges raus. Aber bitte. So, passt auf. Okay, so funktioniert es nicht. Wir müssen erstmal die Schnüre verarbeiten. So, und dann weiter Schnüre verarbeiten. Da bleibt was übrig, ist okay. Dann so. Da bekommen wir jetzt tatsächlich 9 Stück raus. Für mehr haben wir zu wenig Fäden. Ist klar. Die hauen wir natürlich schon mal hier drauf, weil 9 brauchen wir für einen großen Rucksack. Dann würde ich sagen, probieren wir es hier weiter. Mit ein bisschen noch mehr. Dann schauen wir mal, dass wir hier das wieder aufteilen. Dann schauen wir, dass wir unser Burlap wieder aufteilen. Dann schauen wir, dass wir den Rest hier wieder aufteilen. Da brauchen wir auch überall 12 und dann machen wir hier wieder 11. Oh, cool. Das Maximum, was man machen kann. Ja, das würde ich sagen, reicht dann auch erstmal. Wie spät haben wir es? Was haben wir für eine Zeit? 5 Minuten noch. Also ich möchte auf jeden Fall so eine Hecke irgendwo anbauen und dann muss ich natürlich nach oben. Also wenn ich jetzt den Rucksack habe, muss ich nach oben. Ach ja, und den müssen wir mal auch vergrößern. Ich möchte einen großen haben. Und dann möchte ich einen Reiserucksack. Einen Baustellenrucksack und alles. So, außerdem bin ich der Meinung, dass wir das dann irgendwie so lösen. Mal gucken. Okay, das ist schön, dass es Erfahrung gibt.
Ach, wir brauchen nur 8. Auch schön. So, da haben wir jetzt noch einen neuen großen Rucksack. Null von null Slots benutzt, was heißt das? Ich meine, ich, wenn hier B drücke, habe ich ja. Ne, egal. Können wir hier die 4 noch abwarten? Können wir hier noch was machen? Ja, wir können hier noch was machen. Hellgrüner Stein. Dingstit. Muss es jetzt schütten. Jedes einzelne Mal. Jedes einzelne Mal. Er bleibt auch wirklich kein Mal davon verschont. Okay, dein. Und dann fällt mir ein. Ich meine, viel werde ich hier nicht schaffen. Dafür habe ich nicht genug. Dafür habe ich nicht genug Gedöns. Aber ich schaffe das. Wobei, könnte sogar noch reichen. Mäh. Menschenskinder. Habt aber auch echt nichts an Ruhe, oder? So, dann hier wieder ein Stück. Ein Stück. Ein Stück. Yay! Fackeln des Zimmermanns. Nummer 1. Dann hätte ich gesagt, auf jeden Fall hier in Nummer 2. Und dann überlege ich hier gerade, ob man noch eine Nummer 3 hinpackt und wenn, dann wo? Hellgrüner Stein und Hornstein. Das war das. Dann haben wir Cell, Cell, jenes. Da, Bum, Sagga, viel Lums. Zack, 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 zack und zack und. Ja, dann haben wir jetzt den. Menschenskinder. Wo ist denn das? Hätte nicht gedacht, aber es ist notwendig. Oder ich hatte es gehofft, dass nicht, aber es ist. So, hier. Ich meine, eventuell auf die 11. Also, ja, aber egal, es ist nicht jetzt. Irgendwann mal. Und ich würde vorschlagen. Oh, ich habe so viele Ideen, so viel, was wir tun wollten, könnten, müssten, sollten, wollten, dürften. So, dann möchte ich hier diesen Rucksack, ja, vergrößern. Das heißt, ich habe hier jetzt. Ich habe in beiden nichts drin. Egal. Jetzt könnten wir sie färben. Logischerweise. Haben wir was da zum Färben? Nicht jetzt fragen. Was wir machen wollen, ist natürlich eins: schnell hochgehen, weil die Zeit läuft uns aus. Wir sind schon wieder fast im Prinzip bei 30 Minuten. Hier jetzt gerade ziemlich genau passend.
zwar noch nicht geschafft, was ich schaffen wollte, aber das kann ich auch das nächste Mal. Ich kann mich nur bald vorbereiten. Ah ja, hier ging es uns aus. So, wir haben was geschafft. Und was, damit wir noch mehr geschafft haben? Yippie! Jetzt haben wir noch mehr geschafft, ne? Und wenn ich jetzt hierher gehe, dreimal Kameraden. Also ich weiß, die Fackeln sind es zwar noch nicht, die noch nicht fertig sind, aber. Wobei, warum eigentlich nicht? Doch, die sind fertig. Die sind fertig. Das Einzige, was ich wohl machen wollte, ist, wenn ich das richtige. Also hier packe ich mal zur Überdrüssigkeit Menschenskinder. Yay, eine Fackel hin. Damit ich weiß, hey, hier muss ich noch was machen. Nee, nee. Aber sonst haben wir alles. Sonst bin ich zufrieden, sonst bin ich echt einfach. Bin ich echt tatsächlich zufrieden. Ich sag's mal so, mein Fahren wird jetzt nicht mehr noch, nein. Und dann möchte ich schon, dass alles fertig ist. Aber hey. Wieso nicht? Und die Erde auch wieder da rein. Bitteschön, bitteschön. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.